So, da wären wir auch schon wieder. In der letzten Folge haben wir unseren inneren Bereich hier ein bisschen ausgebaut. Wir haben einen riesigen Essen-Stockpile hier hingestellt und hier einen Stockpile für quasi alles andere. Also außer Holz, Leichen, Müll und Steine waren das, glaube ich. Das heißt, unsere Zwerge haben jetzt gut was zu tun. Das heißt, wir lassen die Zeit einfach mal schön weiterlaufen. Leertaste und chop chop. So, während die da drin den Weg frei machen, gucken wir, was hier draußen ist. Also hier sind die ganzen Bäume und Büsche schon alle weggesäbelt worden. Das ist schön. Denn man kann fast nie genug Holz haben und auch nie genug Früchte. Denn Früchte kann man ja direkt fermentieren zu Alkohol. Und Alkohol ist momentan wirklich unsere Priorität. Also Alkohol und Essen. Sowas wie Betten und ordentliche Stühle und Tische, da sind Zwerge nicht ganz so wählerisch. Aber was zu trinken wollen die haben. Sonst grummeln die rum. Sie haben zwar direkt vor der Haustür hier Frischwasser, aber wer will schon Frischwasser haben? Na gut, das Holzdepot ist voll und es ist eher an der falschen Stelle, denn es ist außerhalb und alles, was außerhalb ist, ist gefährlich. Beziehungsweise es kann gefährlich werden, wenn die ersten Goblins kommen. Das heißt, wir machen jetzt wieder einen Stockpile. P drücken wir diesmal und W und machen jetzt einen Holzstockpile. Der kommt hier hin. Muss auch nicht allzu groß sein. Jetzt ist er 1, 2, 3, 4, 5 mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 45 Stücken Holz passen hier rein. Das ist eigentlich schon viel zu viel. Denn wir werden das Holz gleich sehr schnell verbrauchen. Denn ich habe vor, jetzt gleich Fässer zu bauen, damit wir leere Fässer haben, wo wir dann das Bier reinpacken können. Und vielleicht ein, zwei Betten. So, Escape, Resume. Und was habe ich vergessen? Ich habe vergessen, den alten Stockpile hier abzubauen, damit das Holz auch von hier draußen nach drin gebracht wird. Also drücken wir wieder P, drücken X und machen dich weg. So. Jetzt haben die Zwerge noch mehr zu tun. Und hier draußen liegt ja auch noch Holz rum, denn der Stockpile war voll, das heißt, es wurde nicht dahin geliefert, sondern wurde einfach da liegen gelassen, wo ich das abgehauen habe. Das war doch ich, oder? Gucken wir mal runter. Ja, Gerugon. Sein Bild hat sich inzwischen übrigens verändert. Das ist jetzt so ein gelber kleiner Mann. Ich zoome mal noch näher ran. Zip. Ja, der ist jetzt gelb. Das sind die Förster. Also die Holzhacker, die sind normalerweise gelb. Eigentlich war er ja zwar unser Lord, also der die Buchführung macht und die Gespräche führt und so weiter. Aber da er jetzt so viel Holz gehackt hat, ist sein Skill in Holzhacken jetzt schon höher als alle anderen Skills, die er am Anfang des Spiels hatte. So, zoome wieder raus. Ich brauche meine Übersicht. So, Escape und Leertaste. Oh, ich glaube, das war ein Ticken zu weit raus. Ja, so sieht es besser aus. So, Idlers haben wir keine. So soll es sein. Und hier sieht man schon, dass der ganze Kram von dem Wagen hierher gebracht wurde. Also mehrere Säcke, ein paar Tücher sind das anscheinend. Apropos Wagen, ich drücke mal F1 und springe dahin. Nee, der ist immer noch designiert als muss abgebaut werden. Das heißt, ich drücke jetzt U, wähle unseren Lord aus, drücke C, Zoom to Creature, drücke dann P für Preferences, L für Labor und gehe mit der Plus-Taste hier runter auf Woodworking. Da hatten wir am Anfang dieses Let's Plays ja schon hier ausgewählt Woodcutting. Jetzt wähle ich noch aus mit Enter Carpentry. Carpentry ist Tischlerei. Und das war's auch schon. Escape, Escape und Leertaste für Resume. Wenn er jetzt Zeit hat, also keine Bäume mehr fällen muss, was noch eine Weile dauern dürfte, wenn ich mir so richtig angucke, dann wird er hochgehen und den Job da machen. Das heißt, unser Lord Gerugon ist jetzt auch unser Tischler. Und was braucht ein Tischler? Er braucht eine Tischlerei. Also bauen wir jetzt unseren ersten Workshop, da auch das erste Holz schon hierher gebracht wird. Das ist ganz gut. Also drücken wir B zum Bauen. Wir drücken W für Workshops und dann haben wir eine ganze Liste von Sachen, die wir bauen können. Wir wollen einen Carpenters Workshop. Das wäre C oder halt mit Plus und Minus hier hoch und runter scrollen und einfach mit Enter auswählen. Da war der. Enter. Jetzt haben wir hier ein 3x3 Feld als Cursor. Normalerweise hatten wir eben diesen kleinen. Und der war hier rot, man kann also nicht bauen. Hier ist jetzt ein Feld oder drei Felder lila. Das heißt, hier könnte er bauen, aber die sind halt noch blockiert. Das heißt, immer so lange rumgucken, bis es denn alles grün ist. Es sind aber zwei verschiedene Grüntöne.
Denn dieser Workshop ist nicht eine frei begehbare Fläche, sondern da gibt es Blöcke, durch die man nicht durchgehen kann. Darauf sollte man achten, denn wenn ich jetzt das so in die Ecke klatschen würde, dann könnte der Zwerg nur da und da raus. Und zwei Ein- und Ausgänge ist zwar noch okay, aber wenn ich darunter jetzt noch einen Workshop setze, der zufälligerweise oben so einen festen Block hat, dann muss der Zwerg sich hier oder da durchzwängen. Also allgemein sollte man die schon im Auge behalten, diese festen Blöcke. Momentan haben wir aber noch nicht wirklich Platzprobleme, also setze ich einfach hier in die Ecke den Workshop, drücke Enter. Jetzt muss ich auswählen, welches Material ich benutzen will, um den Workshop zu bauen. Momentan haben wir nur verschiedene Holzarten zur Auswahl, wobei es mir eigentlich ziemlich egal ist, welches davon wir benutzen. Später, wenn wir jetzt ein bisschen Stein abgebaut hätten, hätten wir den ganzen Workshop auch aus Stein bauen können. Je nachdem, welche Ressource wir benutzen, sieht der Workshop auch anders aus, also farblich. Wenn ich jetzt Apfel Zeder nehme, wird es ein heller Braunton sein. Hätte ich irgendeinen Stein genommen, dann hat er die Farbe des Steins. Was zwar nicht wirklich wichtig ist, aber ich habe ja schon erwähnt, ich achte so ein bisschen auf die Farben. Also ich will keine blauen Workshops auf einem gelben Untergrund mit pinken Wänden haben. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Aber Zedernholz ist okay. Das heißt, wir drücken jetzt Enter und das war's auch schon. Wir sehen jetzt hier einen Stock, irgendwelche Ausrüstungen und ein Grizzelding. Das bedeutet, dass der Workshop zwar schon designiert ist, als hier soll er gebaut werden, aber es ist halt noch nicht fertig. Drücken wir kurz Escape, nochmal Escape und drücken Q, um zu gucken, was da los ist. Q war ja für die Buildings, für die Optionen. Und da steht, es wird darauf gewartet, die Konstruktion zu beginnen. Man braucht Carpentry als Skill und die Konstruktion ist inaktiv, weil halt gerade kein Zwerg dran arbeitet. Wenn wir jetzt nicht wollen, dass das Ding sofort gebaut wird, könnten wir S drücken. Dann wird das Ganze unterbrochen. Dann sieht man hier, Construction Suspended. Drückt man nochmal S, wird es wieder aufgenommen. Das mag jetzt nicht wichtig sein, aber später kann es ganz praktisch sein, manche Gebäude auszuschalten. Jetzt drücken wir erstmal Escape. Drücken Leertaste, um das Spiel mal weiterlaufen zu lassen. Und einfach zum Spaß pause ich doch nochmal und drücke Z. Und wir sind jetzt schon beim 11. Slate. Das ist schon wieder 10 Tage rum. Aber gut, jetzt lassen wir die Zwerge endlich mal arbeiten. Denn das ist ja deren Job. Die müssen nur buckeln. Also momentan noch. Wir haben halt nur 7 Zwerge und die müssen alles erledigen. Aber wir dürften bald unsere ersten Zuwanderer bekommen. Also unsere erste Welle. Die ist rein programmiert. Die kann man auch nicht ausstellen, soweit ich weiß. Jedenfalls ging das früher nicht. Man bekommt immer 2 Wellen von Zuwanderern. Und danach, je nachdem wo man ist und wie gut es der Festung geht, kommen dann halt noch mehr. So, das Holz wird alles reingebracht, sehr schön. Ich glaube, ich schalte mal die ganzen Bäume hier aus. Also ich drücke D und X, gehe hier oben in die Ecke, drücke Enter und markiere den ganzen Bereich hier, dass dann alle Bäume in dem Bereich doch nicht abgebaut werden sollen. So, jetzt ist nur noch der Baum da markiert, damit der Gerogon dann gleich hochgehen kann, den Wagen abbauen, dann hier hingehen, hier oben in die Ecke. Da den Workshop aufbauen und so weiter. Sonst ist er die nächsten 3 Folgen dann beschäftigt, nur Holz zu hacken. Und was bringt es uns, wenn wir ganz viel Holz haben und dafür dann keine Gegenstände aus Holz? Aber gut, Escape, Leertaste, weiterarbeiten lassen. Oh, dieser Pfeil nach unten ist wichtig, den man da bei dem Zwerg gesehen hat, der zwischendurch so durchblinkt. Das heißt, dieser Zwerg hat Hunger. Deswegen läuft er wahrscheinlich auch gerade hier zu dem Stockpile, wo lauter Essen ist. Wo sich auch die ganzen Tiere und anderen Zwerge rumtreiben, damit er was zu essen bekommt. Momentan dürften wir noch keine Nahrungsmittelprobleme haben. Wir können es nicht wirklich gut nachprüfen, wie viel wir noch haben. Also es gibt Z. Da haben wir unsere, also hier erstmal alle unsere Zwerge aufgelistet. So ungefähre Informationen, wie viel Essen wir haben, ungefähre Informationen, wie viel Trinken wir haben. Aber da ist überall ein Fragezeichen hinter. Aber wir haben halt noch niemanden, der die Buchführung macht. Besagt, wir haben jemanden, aber der beschäftigt sich damit noch nicht. Also unser Gerogon ist ja eigentlich der Buchführer. Aber er hat noch kein Büro. Und er braucht ein Büro. Das heißt, er braucht einen Tisch, er braucht einen Stuhl. Und erst dann kann er anfangen zu gucken, was wir da noch alles an Nahrungsmitteln haben. Und wenn er da lange noch dran arbeitet und die Bücher up to date sind, dann sieht man auch hier, wie viel Essen, Trinken, Pflanzen, Fisch und was weiß ich wir noch alles haben. Das beschränkt sich nicht nur auf die Sachen. Wenn wir jetzt hier noch 3-mal nach rechts gehen, auf Stocks und Enter drücken, dann sehen wir hier alle Items, die es gibt und wie viele wir davon haben. Das ist sehr viel.
kann man auch durchscrollen. Oh, es geht eigentlich. Ja, es wird zusammengefasst. Zum Beispiel hier sind alle Sachen, die man in den Schuhen tragen kann. Also da werden dann Socken drin sein und Stiefel und Stahlplattenpanzerschuhe und was weiß ich. Aber gut, das können wir erst später machen. Drücken wir mal Escape. Drücken nochmal Escape. Und schauen erstmal eine Weile zu, was die Zwerge so machen. Und wo wir gerade bei Statusmitteilungen sind, da ist jetzt noch ein neues Symbol und da auch, nämlich ein großes Z. Das heißt, die beiden Zwerge schlafen jetzt. Also der schläft hier einfach mitten auf dem Holzscheit und der schläft mitten im Gang unter den Hunden. Wir haben halt noch keine Betten. Und das ist den Zwergen dann auch irgendwann egal. Wenn die müde genug sind, schlafen die einfach irgendwo. Aber das macht böse Gedanken, wollte ich schon sagen. Also die werden dadurch nicht besonders glücklich. Und glückliche Zwerge ist eigentlich das Wichtigste, was man haben kann. Denn unglückliche Zwergen tendieren dazu, Amok zu laufen. Also jetzt noch nicht. Weil jetzt kann noch nicht wirklich viel Schlimmes passieren. Aber wenn dann später die Belagerungen kommen und links und rechts ihre Freunde sterben, dann werden die doch schon irgendwie traurig. Das heißt, sobald es mit den Angriffen losgeht, sollten wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Zwerge glücklich sind. Und dann zeige ich auch, wo man das genau nachgucken kann. Das heißt, man kann bei jedem Zwerg gucken, was ihn gerade traurig gemacht hat und was ihn gerade glücklich gemacht hat. Genau wie man gucken kann, was für Vorlieben sie haben. Also welche Holzarten sie mögen, welche Steinarten und so weiter. Damit wir dann jedem auch sein eigenes Zimmer nachher einrichten können. So, ich habe schon wieder pausiert. Das ist echt ein Fluch. So kommen wir ja gar nicht voran. Aber ich bin halt lieber übervorsichtig, als dass wir irgendwie zu viel Zeit verschwenden oder irgendwas übersehen. Oh. Nochmal pausiert. Ja. Aber hier haben wir ein Wolfsrudel, glaube ich. Ich drücke mal K für gucken. Nee, das ist ein Wildschwein. Yummy, yummy, Wildschwein. Ganz, ganz viele Wildschweine. Und wer das nicht weiß, die sind echt garstig in Real Life. Die sind nicht putzig und süß, die sind einfach nur garstig. Die können auch mal eben Menschen umbringen, wenn man sich zu doof anstellt. Aber sie sind nicht wirklich aggressiv. Naja, lassen wir das einfach mit den Wildschweinen. Also die tun unseren Zwergen nichts. In Real Life solltet ihr einfach nur vorsichtig sein, falls ihr mal in einem richtigen Wald seid mit richtigen Wildschweinen. Wenn wir jetzt Jäger hätten, dann könnten wir versuchen, die zu jagen. Was natürlich eine gefährliche Sache ist, aber es kommt jede Menge Fleisch bei rum. Oh, 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 ich sehe was ganz Böses. Da muss sofort pausiert werden. Ich sehe 7 Zwerge, die nichts zu tun haben. Das kann nicht sein. Das heißt, jetzt drücken wir mal Q. Und gehen zu unserem Workshop, der inzwischen auch schon fertig ist. Man sieht hier richtig also jetzt die festen Blöcke. Nicht mehr diesen komischen Stock und das Grizzle-Ding und das Ausrüstungs-Icon, sondern einen richtigen Workshop. Jetzt können wir hier A drücken und eine neue Aufgabe hinzufügen. Unsere Aufgabe ist, hier können wir wieder mit Plus und Minus durchscrollen. Baue ein Holzfass. Dann drücken wir nochmal A und drücken nochmal Enter. Drücken nochmal A, nochmal Enter, nochmal A, nochmal Enter. Also wir haben jetzt 4-mal den Auftrag erteilt, bau ein Holzfass. Wir könnten noch einfach R drücken. Dann sieht man hinter dem letzten ausgewählten hier ein R. Dann baut er unendlich viele Holzfässer. Das wollen wir aber gar nicht. Später jedoch, wenn man richtig viel Holz hat und quasi gar nicht mehr hinterherkommt mit der Arbeit, dann will man nicht 10.000 Mal AV, AV, AV drücken, sondern drückt dann einfach AV und dann das R für die Wiederholung. Dann hat man einen Workshop, wo zum Beispiel Fässer durchgehend produziert werden, einen Workshop, wo dann durchgehend Kisten produziert werden und so weiter. Aber jetzt brauchen wir es noch nicht. Also das R wieder weg. Dafür brauchen wir jetzt noch was anderes, also noch eine neue Task mit A. Und ich suche mal das Bett, das ist da. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mit Plus, Minus wieder runterscrollen und Enter drücken oder B drücken als Shortcut. Drücken wir jetzt nochmal B, drücken wir nochmal A, B, nochmal A, B, nochmal A, B und jetzt haben wir 4 Betten. Das reicht fürs Erste, denn die Zwerge schlafen nicht immer alle gleichzeitig. So, haben wir noch irgendwas aus Holz, was wir gebrauchen könnten? Schaue ich mal ganz kurz durch. Ein Käfig wäre nicht schlecht. Weil mit Käfigen kann man Fallen bauen, die sogar sehr, sehr effektiv sind. Teilweise sogar sehr unlogisch effektiv. Also man kann mit Hilfe oder konnte früher mit Hilfe eines Holzkäfigs zum Beispiel einen Drachen einfangen. Was recht unrealistisch ist, aber ganz lustig, denn dann hat man einen gefangenen Drachen, den man dann auch trainieren kann, wenn man es richtig anstellt. Aber nein, ich will erstmal keinen Käfig, ich will
ein Bin. Ein Wooden Bin, das ist eine Holzkiste. Also eher so eine Art großer Korb, aber mir ist es egal. Enter. Drücken wir nochmal A und N für Bin. Nochmal A. Nee, geht nicht. Jetzt ist die Liste hier voll und die will er erstmal abarbeiten von oben nach unten und erst dann kann man wieder neue Sachen hinzufügen. Ich könnte jetzt mit C den letzten Auftrag stornieren, aber das will ich ja gar nicht. So, jetzt drücke ich Escape. Und wenn ich jetzt das Spiel weiterlaufen lassen würde, dann würde unser Gerogon dahin gelaufen, sich irgendein Holz schnappen. Ja, wir wissen nicht, welches er nimmt. Wir haben jetzt halt plötzlich so ein gelbes Holz. Das heißt, wenn wir nicht irgendwelche Holzarten verbieten, dann ist das eine Möbelstück halt braun, das andere ist dunkelbraun, das andere ist gelb. Aber, na gut. Noch soll das nicht so wichtig sein. Später, wenn wir das vorher super ausgebaut haben, dann fange ich an, pingelig zu werden, wie die Sachen aussehen. Jetzt können die noch machen, was sie wollen. Aber bisher hat nur unser Tischler was zu tun. Die anderen sind immer noch am Rumstehen. Das heißt, wir machen jetzt einen kurzen Cut. Und in der nächsten Folge gebe ich den 6 Leuten mal ein paar Aufträge. Also bis gleich.